Ja, herzlich willkommen Leute, hier ist der Brooklyn, ihr seid auf meinem Kanal The Ace of Dynamics, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute ein weiteres Produkt Review im Auftrag von Hitsports, den Link findet ihr unten in der Beschreibung und wir kommen auch schon direkt zu dem Inhalt des Videos. Und das ist heute ein EOTech Nachbau XPS Reihe von Zombie Stopper, hier zu sehen. Um das gute Ding handelt es sich und das möchte ich euch heute in diesem Video etwas näher bringen. Dazu natürlich gleich eine andere Aufnahme mit den Details, was die Features, Technik, Lieferumfang und natürlich das Fazit am Ende beinhaltet. Ich wünsche euch viel Spaß und jetzt folgt die Übersicht bzw. eine Zusammenfassung. Dort könnt ihr zu den einzelnen Punkten vorspulen, also Features, Technik, whatever, wenn ihr eine Kategorie überspringen wollt, um euch da die beste Stelle rauszusuchen. Ansonsten, wenn ihr das nicht möchtet, schaut euch natürlich gerne das ganze Video an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, kommen wir zum Anfang vom Zombie Stopper AABB XPS Red and Green. Dot Side. Das ist die Verpackung, der übliche Inhalt natürlich, Mikrofasertuch. Außerdem eine Bedienungsanleitung, die dafür dient, ja, wie man die Batterie anlegt und so weiter. Und natürlich die Softcover und das Rotpunktvisier natürlich selbst. So. Ja, da liegt es nun auf dem Tisch. Gewichtsangaben sowie die Maße, also Länge, Breite, Durchmesser, whatever, das blende ich euch hier unten natürlich gerne ein. So sieht das Ganze von der Seite aus. Hier das sehr schicke Zombie Stopper Logo, dann einmal natürlich der allseits bekannte Laser hinten, die Bedienknöpfe für die Helligkeit runter, Helligkeit hoch und das Absehen in Rot und Grün wechselbar. Auf der Seite, auf der anderen Seite natürlich ebenfalls das Zombie Stopper Logo. Hier das Batteriefach, welches einfach aufgedreht wird und die Batterie dort eingelegt wird. Die zeige ich euch nachher natürlich auch nochmal. Ansonsten, ja, äußerlich eigentlich nicht viel zu sehen. Ja, fangen wir mit dem Grün an. Also einschalten tut man das Ganze über diesen Knopf. Und so sieht das Ganze aus. Ich hoffe, meine Kamera fängt das relativ scharf ein. Das ist die hellste Stufe in der Grün-Version. Und umschalten tut ihr, wie gesagt, über diesen mittleren Knopf ins Rote absehen. Mal gucken, ob meine Kamera das hinbekommt. Na, nicht so ganz. Also es leuchtet ein bisschen mehr als das Grüne. Naja, auf jeden Fall ist es genauso scharf wie das Grüne, wie ihr es eben gesehen habt. Das ist jetzt einfach, weil Rot wahrscheinlich ein bisschen mehr leuchtet mit meiner Kamera. Und über die linke, über den linken Button könnt ihr das Ganze in der Helligkeit runterdrehen. Einfach gedrückt halten und schon geht das von der Helligkeit sichtbar runter. Zack, so sieht das aus. Wenn wir auf Grün wechseln, natürlich hier ebenfalls. In der Helligkeit regulierbar, bis es ganz unten ist. Das sieht dann so aus, also noch kaum zu sehen. Ausschalten tut man das Ganze, indem man den rechten und linken Button kurze Zeit gedrückt hält und schon ist das gute Stück aus. Ja, das war's zum Absehen. Ich zeige euch noch ganz kurz, wie man die Batterie einlegt. Dazu dreht man einfach diese Kappe hier auf. Dann seht ihr auch gleich, welche Batterie benötigt wird, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist. Also, so sieht das Ganze aus. Hier kommt die Batterie rein und es handelt sich um eine, ja, ich nenne sie einfach mal Size 1-3 Batterie. Also man findet das Ganze einfach über eBay, wenn man ein Akku oder Batterie 1-2-3 eingibt. Die genaue Bezeichnung blende ich euch natürlich gerne unten hier nochmal ein. Und ja, das ist so, Batterie kostet nicht viel. Ich glaube, eine kostet über eBay mit Versand inklusive irgendwas um die 1, 2, 3 Euro. Das ist also nicht die Welt. Ist, wie gesagt, nicht im Lieferumfang enthalten. Die benötigt ihr noch. Halten tut das Ganze sehr lange, wenn ihr nicht vergisst, nach jedem Spiel oder OP euer Red Dot hier wieder auszuschalten. Sonst ist natürlich das Ganze relativ schnell leer und die Batterie gibt auf. Ja, wie ihr seht, das Produkt muss sich wirklich nicht verstecken. Für den Preis ist es auch natürlich annehmbar. Die Features sind, ja, was ins Auge sticht, natürlich einmal das Absehen. Es ist kein normaler Rotpunkt, sondern das von Zombie Stopper bekannte Absehen. An sich nettes Spielzeug, ist für jeden die Frage, ob es passend ist. Einfach wegen dem speziellen Absehen, ob man es im Spiel gebrauchen kann, das ist, denke ich, Geschmackssache. Ansonsten von der Verarbeitung her natürlich kann man auch nicht meckern. Das Absehen ist relativ klar für einen Nachbau. Es ist natürlich kein originales,
aber für diesen Preis darf man natürlich auch nicht zu viel erwarten. Auf jeden Fall nett anzusehen, nettes Spielzeug, daher von mir für das Fazit Pluspunkte, man kann es sich kaufen, das ist natürlich eine persönliche Meinung von mir. Und es gibt aber jetzt keine gravierenden Probleme damit, die ich feststellen konnte, die den Kauf nicht rechtfertigen würden. Daher, wenn ihr möchtet, wenn ihr was Spezielles haben wollt, dann kauft euch das Ganze. Den Direktlink über Hitsports, wo ihr das Ganze beziehen könnt, findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Und ja, sieht schick aus. Das war das Review dazu für Hitsports. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zum nächsten Video der Brooklyn von die Airsoft Dynamics. Ciao.